Haben wir hier drin irgendwas, was wir... Riesige Hamsterstatue, jetzt mal im Ernst, ey, was betet die denn an, die Gwendolin? Das lasse ich. Vielleicht... Moment. Vielleicht können wir jetzt... Vielleicht können wir den Hamster jetzt davon überzeugen, uns hochzuziehen, weil wir ihnen sowas hier vor die Nase halten. Mein scharfer Verstand sagt mir, dass dieser Hamster tief und fest schlummert. Nur ein wacher Geist kann aufnehmen. Also Nahrung, meine ich. Das Rad... Wie kriegen wir ihn? Könnte schief gehen. Selbst meine überragenden... Ja, hat er doch, Hamster. Mein Sch... Du hast keinen scharfen Verstand, Junge. Da fällt mir ein, der Hamster wollte ja, reagiert ja immer auf seine Uhr hier. Vielleicht können wir da nochmal was regeln. Außerhalb meiner Reichweite. Nee, du sollst eigentlich noch nicht zurückgehen, du solltest das eigentlich... Oh, der Papagei ist jetzt aufgeschreckt. Mal sehen, was passiert. Der arme Junge hat aber gar keine Ruhe. Das fette Federvieh habe ich verscheucht. Hey, du! Ah, der Hamster ist scheinbar erwacht. Ja, sehr gut. Da der Hamster jetzt erwacht ist, können wir nun endlich rein. Nein, nicht mit dem Speiseaufzug. Mein Schatz. Hey, du! Ah. Oh, was für deliziöse Schokopralinen. Vielleicht sollte ich auch einfach welche... Oh. Oh, delikat. Hatten wir nicht eigentlich schon mal reingesetzt? Na egal. Natürlich, wo steht Ambrosius? Natürlich vorm Spiegel. Wo denn sonst? Irgendwie fühle ich mich merkwürdig. Hey, was passiert hier? Halt! Ich bin der große Ambrosius, Held der... Ich schrumpfe! Oh, vielleicht stimmte etwas mit diesen Schokopralinen nicht. Oh, können wir den mitnehmen? Mini Ambrosius, ja. Ein Miniatur Ambrosius. Wie gut würde ich mich wohl fühlen, wenn ich einfach meinen Fuß darauf... riesiger Wicht! Lass diese Scherze! Welche Scherze? Aber vielleicht kann ich dich noch im Kampf gegen Basilius gebrauchen. Ja, eine Ambrosius-Actionfigur. So, Mini-Ambrosius, hier, einmal da durch, bitte. Los, Kleiner, geh und hole mir den Schlüssel.
schwer. Das Ding ist unglaublich schwer. Nur gut, dass ich als Paladin schier unmenschliche Kräfte habe. Hervorragend. Der Schlüssel ist mein. Das war einfach. Ja, finde ich auch. Na dann mal los. Wunderbar, wunderbar. Mit dem Schlüssel können wir endlich Basilius verfolgen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet! Der Geheimgang ist offen. Los, bringen wir Basilius zur Strecke. Ah, Seville, hier steckst du. Lilly, wunderbar, ich hatte dich schon fast vergessen. Los, wir schnappen uns Basilius. Ja, aber ist er nicht oben? Und wo ist denn dieser Ambrosius? Ach ja, richtig. Ambrosius, was ist denn mit dir passiert? Du bist so klein. Der schurkische Basilius hat mich durch eine gemeine List überrumpelt. Aber ich schwöre bei meiner Ehre als Paladin, dass ich diesen niederträchtigen Schuft fangen und der Gerechtigkeit zuführen werde. Ja, 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 schon gut, Kleiner. Los jetzt. Wir gehen durch den Geheimgang und schnappen uns Basilius. Ach, Basilius, du niederträchtiger ehemaliger Stiefellecker. Endlich haben wir dich! Ergib dich! Mich ergeben? Ein wirklich guter Witz. Glaubt ihr wirklich, dass mich so jämmerliche Gestalten wie ihr es seid aufhalten können? Ha! Wie absurd! Seht her und spürt meine Macht! Sieh mir in die Augen, Kleines. Dein Wille ist gebrochen. Du bist nun meine Sklavin und ich bin dein Meister. Ihr seid mein Meister. Gut. Oh, sehr gut. Dann mach dich nützlich und putz mein Labor. An die Arbeit. Muss Labor putzen. Ich wusste doch, dass man sich auf kleine Mädchen nicht verlassen sollte. Nun zu dir, Seville. Sieh mir in die Augen und spüre meine Macht. Muss standhalten. Muss. Ah, endlich wach? Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du die Stunde meines Triumphes miterleben. Ich werde einen wirkungsvollen Verwandlungstrank brauen und mich in Gwendolin verwandeln. Dazu benötige ich lediglich ein paar Haare von ihr, die schon bereit liegen. Als Königin werde ich dann das Reich mit meiner Schreckensherrschaft unterjochen. Du verwandelst dich in eine Frau? Was für ein schwachsinniger Plan ist das denn? Manchmal muss man für einen bösartigen und teuflischen Plan eben auch Opfer bringen. Aber genug davon. Ich muss mich nun ans Brauen des Trankes machen. Irgendwie muss ich ihn aufhalten. Lilly, hörst du mich? Muss Labor putzen. Na toll. So, was haben wir denn da? Kleiner Ambrosius. Können wir den da hinwerfen? Wieso denn bloß? Kleiner Stein. Bald bin ich der König der Welt. Ich meine die Königin. Aber egal. Bald ist es soweit. Bald ist es soweit. So, wo ist denn Lilly? Mann, was ist furchtbar hier mit dieser Steuerung? Muss.
Ach, hier mit den Pfeilen geht das ganz leicht. So, kann man irgendwie gleich hier irgendwie zu Lilly sagen, hier da ist schmutzig, mach mal sauber. Herumliegende Haare. Nicht gerade sehr sauber hier, nicht wahr? Schweig, du Narr! Die Haare sind wichtig für meine Beschwörungsformel. Welcher Narr? Ich kenne keinen Narr. Waberndes grünes Licht. Ich frage mich manchmal, wo man so etwas herbekommt. Es wird deutlich, dass du keine Ahnung davon hast, wie man ein wahrer Bösewicht wird. Die Leuchten sind aus dem Bösewicht-Bestellkatalog. Ha, nun wissen wir Bescheid. Eine kleine Ablage mit einem daraufliegenden Dokument. Es ist ein Brief von Basilius an seine Mutter. Er schreibt, dass er leider am Wochenende nicht zu Besuch kommen kann, da er plant, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Nun ja, ich nehme an, jeder hat so seine Pläne fürs Wochenende. Ich beispielsweise habe abscheuliche Rache in meinem Kalender stehen. Was für eine Königin. Das Königreich ist in Gefahr und sie schnarcht hier vor sich hin. Sprich nicht so von der Königin, niederträchtiger Schurke. Warum? Machst du sonst einen Zwergenaufstand? Ein Holztisch. Die Tür zu meiner unrühmlichen Unterkunft. Aber natürlich. Naja, Zwergenstall. Wie? Was? Oh, die Haare brauche ich doch für meine Beschwörungsformel. Nun gut, hole ich eben neue. Unfähiges Personal. Dabei brauche ich doch diese Haare für meinen Trank. Sie sind doch der wichtigste Bestandteil des Ganzen. Aber ich darf sie nicht zu früh in den Trank werfen. Erst, wenn er bereit ist. Aha. Muss. Kannst du nicht mehr putzen? Muss. Noch zwei. Muss. Hoppla! Das Fläschchen ist kaputt. Wie das wohl passiert ist? So, können wir jetzt mit der da drüben putzen gehen? Muss. Der Tisch ist ziemlich dreckig. Du solltest etwas dagegen unternehmen. Das ist ja eine Riesensauerei. Lilly, kümmere dich darum. So, das hätten wir. Bald ist es soweit. Bald ist es soweit! Furchterregende Dämonenmaske. Staunende Dämonenmaske. Können wir den Ambrosius darauf spannen? Halt! Darf ich erfahren, was du gerade vorhast? Ich dachte daran, dich in die Steinschleuder zu setzen und dann zu verschießen. Was? Bist du des Wahnsinns? Darf ich dich daran erinnern, dass ich der große Ambrosius bin? Einen Paladin meines Kalibers verschießt man nicht einfach. Hör mal, erstens bist du im Moment nicht besonders groß und zweitens können wir uns später darüber streiten. Im Moment geht es darum, dass wir Basilius aufhalten. Nun gut. Was hast du denn als Ziel für mich ausgesucht? Dieser robuste Tisch da.
Was? Nein, das sieht ziemlich hart und ungepolstert aus. Auf keinen Fall. Komm schon, Sie. Hey, du hast mich mit deinem Schwert gestochen. Du kleines Nervenbündel im Zwergenformat. Das ist nur gerecht. Such ein Ziel, das weicher gepolstert ist. Boah, guck mal, was hat er denn? Eine kleine gepolsterte Schiffsschaukel. Ich frage mich, was die hier zu suchen hat. Das ist ein Geschenk für meine geliebte Bösewichtskatze. Irgendwie muss ich sie hier unten ja beschäftigen. Nun sind auch meine letzten Zweifel, ob dieser verräterische Wurm den letzten Rest seines spatzenhaften Verstandes verloren hat, ausgeräumt. So, jetzt kommen wir aber mal hier. Schon wieder dieser Unsinn mit der Steinschleuder? Nun gut. Das Katzenkörbchen macht einen guten Eindruck. Aber das ist ganz schön weit. Also, ich weiß nicht. Ach, der Platz ist auch gut gepolstert. Also los! Bald werde ich das Reich beherrschen. Das hat Spaß gemacht. Mal sehen, ob es wirklich was bringt, dass ich ihn dorthin geschossen habe. Die Schiffsschaukel ist ja unglaublich staubig. Findest du nicht, dass du etwas dagegen tun solltest? Du hast völlig recht. Lilly, kümmere dich darum. Ach, der heldenhafte Ambrosius hat es mal wieder geschafft. So, Ambrosius, dann. Was war das denn jetzt? Haha! Ich werde mit meinem Schwert einfach die Halterung abschlagen! Nichts kann meinen formidablen Verstand aufhalten! Maximal die Größe seines Schwertes. Bei näherer Betrachtung frage ich mich, ob das eine so gute Idee war. Bald bin ich der König der Welt! Haha! Natürlich ist das eine gute Idee. Eine Dämonenmaske mit langen Dreadlocks. Bald ist es soweit. Eine merkwürdige Maske, die mich an eine Igittigit-Spinne erinnert. Die Schiffsschaukel ist ja... Kann die Katze runter, jetzt runterschießen? So, können wir das jetzt ja schlafen denn hier? Ha! Das ist definitiv eine Verbesserung! Na, dann können wir jetzt die Härchen da wieder wegputzen, wa? Bald ist es. Wenn er die Dreadlocks nimmt. Wie? Was? Oh, die Haare brauche ich doch für meine Beschwörungsformel. Nun gut, hole ich eben neue. Du unfähiges Personal. Dabei brauche ich doch diese Haare für meinen Trank. Sie sind doch der wichtigste Bestandteil des Ganzen. Aber ich darf sie nicht zu früh in den Trank werfen. Erst, wenn er bereit ist. Wunderbar, wunderbar. Der Trank ist endlich fertig. Seville, sieh gut zu. Dann kannst du etwas von einem richtigen Bösewicht lernen.
Nur noch eben die Haare in den Trank werfen und dann werde ich die neue Königin sein. Na, da bin ich aber gespannt, ob der wirklich so böse ist. Ich kann schon spüren, wie es wirkt. Bald werde ich der König... Pardon, ich meine die Königin sein und das Land beherrschen. Nichts und niemand könnte mich jetzt noch aufhalten. Seville, du hast versagt. Du... Moment, was... Was passiert hier? Oh Mann, ey. Wie konnte das passieren? Seht mich an, das kann nicht sein! Ich muss das Gegenmittel finden. Ich muss! Irgendwo hier muss es doch sein! Irgendwo hier muss doch ein Rezept für ein Gegenmittel zu finden sein! Wo nur? Puh, ich kann nicht so bleiben. Wie konnte das nur passieren? Mein Plan war doch perfekt. Hat irgendwer den Trank sabotiert? Nee, diesmal können wir hier nichts machen weiter. Was steht hier? Wie gewinne ich Freunde? Vollkommen unnütz. Hier stehen ein verabscheuungswürdiges Pelzknäuel und offensichtlich das Haustier von Basilius. Mal gucken. Vielleicht schon wieder dieser Unsinn mit der Steinschleuder? Nun gut. Was hast du denn als Ziel für mich ausgesucht? Der dämonische Basilius ist dein Ziel. Der Dämon? Aber das ist gefährlich. Was soll ich denn gegen so ein riesiges Ding ausrichten? Versuch doch wenigstens einmal nachzudenken. Wie oft hast du erzählt, was du für ein blödes Schwert hast? Hey, erdreiste dich nicht, mich so anzureden. Ich habe ein +3-Schwert des Dämonenschlachtens. Tja, natürlich, mein Schwert. Ich bin ein Genie. Schon gut, schon gut. Los jetzt, vernichte den Dämon. Tja, du widerwärtige Bestie! Ich werde dich niederstrecken mit meinem Schwert des Dämonenschlachtens! Nimm dich in Acht, denn hier komme ich, der großartige Ambrosius, und werde dich lehren, was Schmerz bedeutet! Na dann, Ambrosius, viel Spaß mit dem Großen. Was steht hier? Wie gewinne ich Freunde? Vollkommen unnütz. Oh, heldenhaft. Hier stehen nur lustige Backrezepte für Weihnachten. Yippie-yay, Schweinebacke. Ein Ohr. Voll in den Hintern rein, ey. Da ging er hin, der Schurke. Moment, was schmecke ich denn da? Es ist süßlich. Ach ja, richtig. Das ist der Geschmack der Rache. Oh, was ist passiert? Wo ist Basilius? Ha, ich, der heldenhafte Ambrosius, habe den Unhold natürlich zur Strecke gebracht. Mit meinem wahrhaftigen +3-Schwert des Dämonenschlachtens habe ich ihn niedergestreckt. Obwohl er ein riesiger Dämon war und ich, nun ja, gerade etwas eingelaufen bin, war er doch kein Gegner für mich. Es kommt eben nicht auf die Größe an. Ja, genug von deiner Angeberei. Los jetzt,
Wir haben zu feiern. Der Schurke ist tot. Holt mich aus diesem Käfig heraus. Natürlich. Aber wo ist denn der Schlüssel? Eine gute Frage. Ich glaube, der Schurke hatte den Schlüssel am Gürtel. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Lasst mich hier raus. Na super. Kein Abspann, ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So, meine Lieben, die Geschichte ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Super Geschichte! Super Geschichte! Polly wie Kekse! Polly wie Kekse! Aber natürlich, mein Liebling. Ich hoffe nur, ihr seid bald wieder auf Normalgröße. Seville, Schatz, wie sieht es damit aus? Ja, ich arbeite daran. Ich habe im Moment genug Probleme, wie man sieht. Genau, du sollst erst einmal unser Problem lösen. Das finde ich um einiges wichtiger. Du hast doch damit angefangen, dass 2,5D viel besser aussieht. Ja, aber das wird völlig anders. Egal, wir brauchen ein Gegenmittel. Na, meine Lieblinge, soll ich euch noch eine Geschichte erzählen? Wie wäre es damit, wie es zu der momentanen Misere kam? Alles begann damit, dass Seville und ich heirateten. Oh, bloß nicht so eine Geschichte. Ach, Ende, das trifft sie sehr gut. Fortsetzung folgt. Wissen wir noch nicht, aber das war Seville. Leider konnte ich ja keine Sequenzen zeigen, die sind bei mir nie angestartet. Also von daher habe ich die auch gleich übersprungen. Von daher hoffentlich hattet ihr ein bisschen Gefallen dran. Und wir sehen uns bei The Unwritten Tales wieder. Ciao, ciao.